Initializing interface. No further data found. Initializing command interface. EBP shutting down. Ja, und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge RimWorld. Wir sind immer noch auf unserem kleinen Planeten, der Kribar. Unser Insasse wird noch weiter fleißig überredet. Der Gowski haut Zimmer in die Butz. Kitty spielt ein bisschen Hufeisen und Ragnar, der kocht jetzt erstmal ein bisschen. Ja, was machen wir heute? Ich würde vorschlagen, wir fangen heute erstmal an, unsere Nahrungsmittelproduktion noch ein bisschen auszubauen. Wir haben jetzt einen Morgen mit zu stopfen. Und uns ein vernünftiges Lager zu bauen, das wir hier irgendwo hinsetzen können. Ne, wo wir dann alles außer Essen reinmachen. Wobei ich noch nicht genau weiß, wie ich es machen werde. Ne? Eventuell werde ich hier eine neue Küche hinbauen. Inklusive Kühlschrank. Und kann ich das hier neu setzen? Ne, kann ich mal abreißen, macht aber nichts. Und dann setzen wir einfach hier direkt an unsere Felder auch den Kühlschrank rein, um die Laufwege kurz zu halten. Und damit die hier nicht ständig rein und raus müssen. Und würden hier neben dem Essensbereich den Kühlschrank aufbauen. Ne? Und hier dann die Küche. Dann haben wir den Arbeitsbereich hier auch raus. Ja, und dann kann das hier tatsächlich so eine Handwerksecke werden. Die Schlachterbank werden wir tatsächlich auch ein bisschen abtrennen. Ne? Das ist immer ein bisschen dreckig und ich habe keinen Bock, dass hier uns auf lange Sicht die Lebensmittel schlecht werden. Und dann müssen wir tatsächlich mal gucken, dass wir hier in der Forschung... wo haben wir denn hier Automatikgeschütze? Waffenschmiede, Rauchgürtel, geschützt hören wir da hinten. Dass wir da irgendwie baldigst hinkommen, dass wir ein bisschen mehr Verteidigung haben. Und hier uns unsere Haut erwehren können. Ne? Und langfristig muss hier eh noch eine ganze Menge abgeriegelt werden. Ne? Schon wieder Bart im Mund. Ekelhaft. Langer Bart. Lange Sorgen. Gut. Ich würde sagen, wir fangen mal einfach an. Indem wir hier anfangen, unseren neuen Kühlschrank ranzusetzen. Das ist eigentlich... Also wir müssten am Anfang nicht so groß bauen, aber ich habe auch keinen Bock nachher wieder neu zu bauen. Deswegen machen wir gleich eine Nummer größer. Ne, und darauf wird es hinauslaufen, dass wir langfristig tatsächlich nochmal ordentlich was draufsetzen müssen. Strukturen, dann Temperatur. Zwei neue Kühle. Will ich die hier haben? Ich glaube, ich will die hier haben. Weil da sind die so anfällig. Das ist doof. Wir könnten dann unseren Flur hier quasi heizen. Und im Winter auf jeden Fall eine warme Ecke. Aber nee. Aber hier sind die Angriffe relativ schutzlos ausgeliefert. Das ist ein bisschen doof. Aber wir machen das erstmal. Ja, hier werden wir sicherlich noch irgendwelche Räume ranbauen. Hier hätte ich eigentlich auch noch den Flur. Scheiße. Mitgedacht hat was gebracht. Zack. Das brechen wir also mal ab. Ziehen hier unsere Holzwand lang. Und das wird abgebrochen. So, das ist jetzt bei weitem zu klein. Viel zu klein. Wie lösen wir das Problem? Ich will ungern zu viel Feld hier verschenken. Aber wir haben kaum eine andere Wahl. Das ist dann einfach mal so. Das können wir nochmal weg abbrechen. Setzen hier unsere Klimaanlagen jetzt rein. Kühlung. Ach, von der Kühlung kann man auch als Heizung benutzen, aber anderes Thema. So, dann kommt hier neben unsere neue Küche. Die muss am Ende auch gar nicht so ultimativ groß sein. Gefällt mir das? Ich glaube, das gefällt mir nicht. Ich glaube, das gefällt mir nicht. Wie lange braucht das noch zum Wachsen? Noch eine ganze Weile. Na, einfach weil wir hier wieder den Butcher's Table und den Herd nicht so gut trennen können. Hier kommt eine Tür rein. Zack. Hm.
wie Mukwidees. Wir sagen uns einfach erstmal Scheiß drauf. So, ein Auge hier. Das Ganze noch ein bisschen länger. Dann kommt hier eine Tür rein und hier eine Tür rein. Und eine in den Garten raus, damit die möglichst schnell die Lebensmittel hier immer reinkriegen. Dann brauchen wir noch Strom. Den legen wir hier rüber. Ne, ich habe den immer gerne in den Wänden drin. Und dann lassen wir uns jetzt mal laufen, würde ich sagen. Ne, Kitty kann ein bisschen spielen. Den installieren wir mal neu hier. Ein bisschen nach draußen verfrachten das Ganze. Und der Ratner macht jetzt mal Essen. Der Gorski ist fleißig. Kloppt hier Steine klein. Nur die Kinder ist wieder eine Asi-Braut. Die meint, sie bräuchte Entspannung. 35 Grad bei Regen. Nee, ich hätte hier Bock. Zack, 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 zack. Sehr schön. So, der hier jetzt. Ist der doof? Der ist schon kalt gerissen. Die eine bringt's vorbei, die andere macht's weg. Geil. Weg damit. So, die erste Klimaanlage. Zweite kommt sicherlich auch bald. 12 Teile haben wir. Wie viel brauchen wir? Auch genug. Okay. Genau. Futtert erstmal. Eigentlich bräuchten wir hier noch eine Tür. Wegen Essensaal und so. Den machen wir auch mal fix. Zack. Zack. Dann passt das schon. Ne, wir versuchen jegliche Laufwege irgendwie kurz zu halten. Währenddessen überreden wir noch ein bisschen Krieber. Wir brauchen, glaube ich, wieder Holz, ne? Ja. Kicken wir mal. Hier haben wir ein bisschen was. Hack weg den Scheiß. Für jeden Baum ein AKW. Greta wird es uns danken. Ganz bestimmt. Und dann wollten wir noch ein. Oh, ist so viel auf einmal. Nee, nicht so viel auf einmal, Markus. Das ist nicht gesund. Sehr schön. Der Gottsfriedenschirm. Die Sachen weg. Die sollen hier raus. Da soll bald ein Bett rein. Was machst du hier? Ruht sich mit anderen aus. Ja. Gut. Ragnar hat imaginäre Freunde. Das ist komisch, aber das ist halt so. Ne? Manchmal ist RimWorld einfach seltsam. Schlaft gut, Jungs. Habt ihr euch verdient, ihr wart fleißig. Während draußen das Gewitter tobt, meine Herren. Ding, dang, dong. So, wir gucken weiter, ob wir nicht noch irgendwo wieder Tiere finden. Denn unsere Fleischreserven sind recht niedrig. Was ist das da? Gold. Gold finde ich gut. Ha! Da hat er schon was. Lama! Werden alle gejagt. Nichts am Leben gelassen. Der Gorski macht das schon. Oh! Boah, wir können Lamas fast züchten. Ja, komm. Die nehmen wir jetzt mit. Ja, das macht gar nichts. Der Gorski ist ein Schwein und lässt sie eh verbluten. Die checken gar nicht, dass sie umgebracht werden. Könnte jetzt mal einer bitte. Ja. Kann man einen Kühlschrank bauen? Ah, fehlt uns schon wieder Stahl? Nö, 40 Stück. Oh doch, uns fehlt Stahl. Boah. Machen wir den Gefängnis wieder schöner. Du kriegst immer mehr Platz. Also, Creeper, ich weiß gar nicht, was du hast. Ne? Klingt doch total sinnvoll, uns hier beizutreten. Wir bauen dir, obwohl du noch nicht zu uns gehörst, schon immer größeren Raum. Ich finde das total großzügig. Haken erbaut. Zack, zack. Dach rein. Nee, der kommt auch weg. Blöder Baum. Oh ja, da ist auch ein Bedarf. Oh, das erste Lama ist schon da.
Goski, du. Wieso treibt er sich rum? Da hat er schon das nächste. Ist der fleißig? Leck mich fett. Das ist ja der Shit. Das ist hier einer unserer Besten, ich sag euch das. Der hat's drauf. Sind auch schon zwei Lamas. Könnte jetzt mal einer hier... Achso, hier. Und? Ruht sich mit anderen aus. Da geht was, ich sag's euch. Sozial. Okay, The Big Ligowski. Was? Moment. The Big und Ragnar kamen sich näher über das Thema Freiheit. Kitty und The Big witzelten über kleine Leute. Also Midgets sind so witzig. The Big gab zu Kitty einen Kommentar ab über das Schwimmen. Ja. Kitty sagte The Big etwas über Computerspiele. Ja, das passt wieder richtig gut zu ihr. The Big Ligowski versuchte Kitty zu verführen, indem er sie mit einem großartigen Sonne gleichsetzte. Kitty drehte sich weg und wieder abgeblitzt. Arme Sau. Armer Goski, ey. Du tust mir manchmal leid. So, nachdem wir jetzt aber gut gebaut haben, werden wir unser Feld wieder erweitern. Und zwar ordentlich. Und jetzt bauen wir nochmal ein bisschen. Schaffen wir Mais noch? Wir haben Jugust. Oh, nee. Ich glaube, wir versuchen die Kartoffeln nochmal irgendwie ranzubringen. Das hat hier was bringt. Ich habe hier immer noch mein Übertaktungs-Scheißwerkzeug unten rechts in der Ecke. Das ist manchmal etwas störend. Mit ein bisschen meine ich sehr. Neue Liebhaber. The Big versuchte Kitty zu verführen, indem er über seine Großzügigkeit redete. Kitty sprach darauf an und ist jetzt mit Big Ligowski zusammen. Ja, Mensch. Die brauchen jetzt ein Doppelbett. Scheiße, noch eins. Gut, dass wir ein neues Zimmer haben. Ja. Kriegt ihr. Wir sind ja hier keine schlechten Menschen. Ihr kriegt sogar eine Tür. Für eure Sachen. Ja, ne, die war längste Zeit mal meine Frau. Aber ja klar, hier so ein männlicher Jäger, ne? Da ist selbst die gefühlstaube Kitty. Hin und weg. Also der zeigt, was er kann, der gute Mann. Jetzt mal her, ja. Mittlerweile 10er Fernkämpfer. Ist der Typ. Zeig mal, wie es geht. Aber nicht wieder pennen gehen vorher, bitte. Einmal getroffen. Das arme Tier. Linke Auge rausgeschossen. Zweimal in den Torso geballert. Schweren Blutverlust. Eine Stichnarbe im hinteren Bein. Das wollen wir nicht. Vorderer Link. Der gute Huf. Das Beste vom Tier. Und bei den Nieren zerballert. Da hat er nochmal ordentlich einen draufgelegt. Meine Herren. Der Creeper wird auch langsam. Wieso kriegt der hier eigentlich unsere Top-Medizin? Also. Ich wollte gerade sagen. Die Abgewrackte, die kann er haben. So. Wachstumsrate logischerweise 0 im Dunkeln. Teile eines Raumschiffs sind in der Nähe runtergekommen. Wo denn? Oh, schön. Noch mehr Bauteile. Bauteile finde ich immer erstmal gut. So, und ich hoffe, morgen kümmert sich der Goski mal um den Stahl hier, damit wir unseren Kühlschrank endlich fertig kriegen. Und umbauen können. Das können wir eigentlich hier schon mal in Order geben. Unser eigentlich hätte abgetrennt sein sollen Butcher's Table. Aber gut, wir schaffen dann nur ein bisschen räumliche Distanz. Das muss dann erstmal reichen. Und die Leute pennen und wir machen ein bisschen schneller. Ne, die beiden Verliebten können da ja noch nicht zusammenschlafen. Das ist... Oh nein. Stammesmitglieder der Fraktion, die grünen Esel von Lercha, schön, sind in der Nähe aufgetaucht. Sie werden sich vor dem Kampf noch vorbereiten. Bereitet die Verteidigung vor, der riesige mit einem Präventivschlag. Ist das wieder nur der eine? Nur Wiesel. Ja, Wiesel. Ich glaube, du hast ganz schön schlechte Karten. Ich kann mich auch noch nicht so richtig auf der Map orientieren. Da hinten ist er. Gut, soll er mal machen.
Unsere Jungs schlafen aus, eisekalt. Das ist aktuell noch unsere Deckung, da würde ich nicht zu viel von wegnehmen wollen. Und dann wird es echt Zeit, dass wir Mauern ziehen. Meine Güte. Ja, auf Chat. Na, bist du Kumpel? Ah, bald. Bald. Und unser Kumpel hier hinten. Oh, Waffelos. Quasi Schafkühe. Die sind total geil. Die kann man zum einen als Packtiere benutzen. Was echt cool ist. Und die kann man auch relativ gut züchten. Allerdings ist hier so grastechnisch ein bisschen mau. Ne, ich lasse sie immer ganz gerne draußen grasen. Damit ich die nicht irgendwie Heu anbauen muss oder sowas. Aber hier ist tatsächlich nicht so viel. Wir haben zwar hier eine große Fläche nachher. Aber das dürfte für eine große Herde dann auch nicht mehr ausreichend sein, tatsächlich. Schade. Die Kitty baut schon mal um. Haben wir da genug Strom? Ja, da kommt alles hin. Sehr schön. So, dann... Die Stammesmitglieder der Fraktion Die Grünen Esel starten ihren Angriff. Na denn. Sag mal her. Kommst du lang? Wieder von hier. Das ging doch schon mal schief bei euch. Also vielleicht nicht bei euch, aber... bei einem anderen. So, da brauchen wir noch ein Weilchen. Währenddessen können unsere Jungs hier arbeiten. So. Und jetzt bereiten wir uns vor. Big Legowski. Ab in den Baum. Ich meine, kommt eh nur mit einer Keule. Ach du ja. Ach du Scheiße. Das ist ja gerade ungünstig. Da hab ich nicht aufgepasst. Lass das mal da liegen. Komm du hier. Und Kitty wird sich wahrscheinlich nochmal kloppen müssen. Shitte. Da kommt er. Schafft Gowski das noch? Ne. Der wird bei der Party leider nicht dabei sein. Du stehst im Schussfeld. Und los geht's. Erster Schuss daneben. Wo ist Gowski? Gowski? Da. Gut, der muss nicht mehr so weit nach vorne. Der kann hier hin. Wo wir könnten dem Gowski entgegenrennen. Das werden wir machen, in der Hoffnung, dass der Wiesel nicht ganz so clever ist. Denn sich Gowski hier nämlich angriffsbereit und der nicht auf unsere Basis geht. Sehr gut, das ist gut. Der steigt drauf ein und verfolgt uns. Du hast ordentlich Reichweite, hier reicht. Hier nutzen wir die Steine gleich. Brauchst gar nicht viel weiter rennen. Nimm den mal unter Feuer. Der ist da im Wald, das ist ein bisschen blöd. Gut, dann rennst du hier. Kitty. Vorgezogene Angriffsstellung. Ja, Treffer, super. Gleich mal die Mittelfinger weggeschossen. So, Kitty zieht sich zurück. Ragnar geht hier hin. Wir wollen möglichst keine Verletzungen riskieren. Lauf, Kitty! Die schießen natürlich wie die letzten Menschen. Oh, der hat gesessen. Oha! Linkes Schlüssel... Au! Wie läuft der noch, Alter? Hilfe! Linke Schulter kaputt. So, wären aber alles nur... Was kannst du? Oh, dich will ich haben. Wir versuchen, den zu retten. Ihr stellt eure Schüsse ein und du haust ihn um. Aber ohne Messer. Lass das Messer fallen. Sehr gut. Und dann hau ihn um. Sehr schön. Behandlung benötigt. Und gefangen nehmen. Ja, wir haben kein Bett mehr, das weiß ich. Aber wir können noch fix einen Schlafsack bauen. Bögen. Nein, Möbel, da sind die. Und das wird Gefangenenbett und Krankenbett. So.
Nimm den gefangen. Das wird echt eng. Aber. Ja, wir sehen, also der hat auch echt nur noch einen Faustschlag gebraucht, dann war die Sache durch. So. Ihr könnt dann wieder eurem Tagesgeschäft nachgehen. Und wir hoffen, dass wir den irgendwie über den Berg kriegen. Der hat nämlich echt ganz geile Stats und den hätte ich gerne. Wo bist du jetzt hin? Du. Der kriegt keine leckere Mahlzeit. Was ist denn hier los? Kann ich das einstellen? Nee, das kann ich nicht einstellen. Scheiße. Naja, gut. Mach hinne. Kitty, wie gut bist du im Arzt sein? Medizin 7, das reicht uns. Das reicht uns, dann musst du den nämlich gleich tatsächlich einmal heilen. Das wird zwar ganz schön eng, aber das müssen wir versuchen. Zack. Und dann erstmal behandeln. Was hast du eigentlich für eine Prellung und einen Bruch? Ja gut, das vergeht wieder. Für das kein Blut, du bist quasi in keiner Gefahr. Der Creeper geht erstmal essen. Und dann werden wir hier auch den Widerstand reduzieren. Oh, der ist gar nicht so hoch. Das ist ja geil. Ja, versuchen wir gleich den anzuwerben, sobald er wieder auf den Beinen ist. Und dann wird das schon. Wieso ist hier die Tür auf? Ich wollte gerade sagen. Ragnar, du Lümmel. Pass mal auf hier. Der kocht erstmal weiter. Diese Gräber kann wieder laufen. Sehr schön. Wie sieht's aus? Ja, sind nicht die besten Verbände. Bandagiert Qualität 1%. Das ist nicht so gut. Wir hoffen mal, dass der sich nicht irgendwie infiziert oder sowas. Weil dann werden wir ordentlich was von unserer Medizin hier brauchen. Qualität 16%. Das ist echt nicht die Welt. Shit, ey. Kannst du eigentlich? Kannst du nicht. So, Kitty geht gleich erstmal schlafen. Das wird halt nicht von Dreck rein. Ragnar braucht man gleich das Doppelbett, damit Kitty da rein kann. So, und was macht der Gowski hier hin? Der holt das nächste Reh. Das läuft hier. Wie ein Länderspiel. Und der sollte eigentlich lieber hier anbauen. Das wäre mir fast lieber. Mensch, Faust behandelt. So, wie geht's denn? Oh, der ist echt gut. Der ist richtig gut. Der hat die Stats alle noch nicht so hoch. Aber hoch genug, dass wir auf jeden Fall mit Bergbau schon was anfangen können. Diese kleinen Flämmchen. Da hat er halt einen Bonus aufs Lernen und das ist irre geil. So, immer noch nicht genug Ration. Ja, das wird jetzt immer mehr werden. So. Dann geben wir dem Goski erstmal gleich ein paar Anweisungen. Der rennt hier aktuell mal quer über die Karte und holt Viecher. Was auch wichtig ist tatsächlich, aber jetzt muss hier erstmal der Scheiß ins Feld rein. So, du machst das jetzt fertig und dann gehst du hier bitte anbauen. Lass es da liegen. Abmarsch. Man muss ja hier auch mal Prioritäten setzen. So. Gigagowski. Gigagowski finde ich auch richtig gut. Da ist er. Hast du jetzt eine blöde Pflanze angebaut, ja? Sieh zu, dass du mehr machst. Kitty kuriert sich ein bisschen aus. Gowski, du kriegst leider eine kleine Pause. Das tut mir leid. Ne? Aber wir müssen hier jetzt... Ja gut, der braucht eine Pause. Okay. Wie geht's dir denn? Bedürfnisse. Eigentlich gar nicht so schlecht. Das ist ein bisschen heil. Boah, 41 Grad haben wir schon wieder. Leck mich fett. Der Kühlschrank hält zum Glück. Anfängliche Hoffnung hat er noch. Ist durchnässt. Möchte bei Kitty schlafen. Ja, das kriegen wir auch bald hin. Keine Angst. Don't be afraid. Und Ragnar kocht weiter. Der kennt nichts. Der kennt nur Kochen. Wieso bist du denn im Stehen? Bist du doof? Und chattet jetzt erstmal mit Husel. Der dürfte gar nicht so lange. Die muss jetzt unbedingt verarbeitet werden. Ne? Aber wird gefüttert. Ist er nicht? Ist er nicht lieb? Allerliebs. Meine Güte, ist der Gowski ein guter. Jetzt geht er schon wieder jagen. Ich nehme jetzt erstmal die Jagd-Stamps hier weg. Wo sind die denn?
Da. Wo sind die? Da, die dürften eh bald wieder abhauen. Und wir haben gerade erstmal genug. Wichtiger wäre, dass wir noch irgendwie den Reis hier im Boden bekommen. Wir haben sogar Kartoffeln. Das können wir jetzt mittlerweile, glaube ich, vergessen. Nein, wir versuchen das. Wir sind guter Dinge. Jetzt fang an, hier auszusehen. Was denn? Jetzt baust du erstmal den Reis ab. Muss das denn jetzt sein? Na gut, komm. Wir nehmen, was wir kriegen können. Und wir haben auch kein Gemüse mehr. Von daher ist es sogar notwendig. Das können wir bei Gelegenheit auch gleich ernten. Die wachsen noch eine Weile. Gut, füllen wir erstmal unsere Vorratskammer. Wir haben immer noch Kartoffeln eigentlich. Ah, ich bin hin und her gerissen. Verdammt. Aber alle schlafen. Es ist gerade wieder so extrem viel zu tun. Wir müssen hier anbauen, wir müssen hier den Stahl wegnehmen, damit wir hier endlich den Kühlschrank reinkriegen. Wir haben den hier echt überhastet leider rübergebaut. Ah, das will man machen. Wie geht's der Kitty? Prellung am rechten Arm. Das hat sich aber auch gleich erledigt. Ne, ihr seht da die Zahl, 3,7, 3,4. Ne, ich meine, das ist blauer Fleck, die sollen wir jetzt mal hier anstellen. Ne, die ist auf jeden Fall gleich wieder fit, die Gude. Eine freundliche KI aus seiner Vergangenheit namens Charlon Whitestone hat dir eine Nachricht geschickt. Er erzählt dir, dass er ein Raumschiff auf diesem Planeten versteckt hat und gibt dir die Koordinaten. Das Raumschiff ist aktuell im Tiefschlafmodus. Wenn du ankommst, musst du es erst hochfahren und es dann gegen angreifende Räuber verteidigen, die es stehlen wollen, bis die Startsequenz abgeschlossen ist. Wenn du zu diesem Schiff reist, wird Charlon dich aus der Randwelt herausfliegen. Ja, wo ist das denn? Zeig mal her. Ja, wir können übrigens auch auf dem Planeten wandern, haben wir noch gar nicht gezeigt, ne? Hier hinten haben wir dieses Raumschiff, das er mir jetzt anbietet. Das ist quasi das Endziel von dem Spiel. Und wir sind, ich weiß gar nicht, wo wir sind. Wo sind wir denn? Ey, mal Pause. Irgendwie hier rumglotzen. Wo ist denn unser Zuhause gerade? Irgendwo auf jeden Fall. Ja, das war ja wohl nix. Welt. Da sind wir zu Hause. Wir müssten halt hier hinten rennen. Und das, ohne Scheiß, ist ficke weit weg. Ne, ich glaube, so eine Strecke bin ich noch nie gewandert. Ne, immer mal so ein kleines Stückchen. Und da muss man auch schon wieder eine neue Basis bauen, weil ansonsten schafft man das mit der Nahrung und allem einfach nicht. Und deswegen werden wir das nicht als Ziel irgendwie anpeilen. Wobei ich, glaube ich, noch nie von dem Planeten weggekommen bin. Oder es auch nur versucht habe. So, Gowski hat es gecheckt. Der baut jetzt erstmal lieber die Kartoffeln an. Wieso nur 116? Das finde ich seltsam. Er kann sich nicht entscheiden, was er macht. Anbauen oder abbauen. Und wieder abbauen. Geil. Ich glaube, die werden gerade alle so. Sind die alle schon fertig? Nee, sind alle fertig. Warum macht er denn nicht gleich alle? Pappnase, ey. Da kannst du Berg bauen. Nee, Kitty. Was musst du hier? Granitblocken schlucken. Das ist mir relativ egal. Du bist auch kein Bergmann. Rekowski ist unser Alleskönner, ne? Also so oft ich über den Fluche, aber leider hat der eine Menge Aufgaben, die er auch gut macht. Ach kommt, Jungs, spielt eine Runde. Erst habt ihr euch irgendwie alle gestritten und jetzt bei einer Runde Hufeisenspiel legt ihr euren Streit bei. Über bequeme Möbel, ja, da könnt ihr euch nur drüber unterhalten, weil haben wir die so schnell keine. Das wird ein Weilchen dauern. Was macht Kitty jetzt? Die bringt erstmal den Reis rein. Es gibt Reis, Baby. So, Gowski. Nun ist mal gut. Jetzt holst du erstmal Stahl. Ich hab die Fresse voll, dass Ragnar hier die ganze Zeit sinnlos hin und her rennt. Das macht überhaupt keinen Sinn. Wir brauchen den scheiß Stahl. Der erholt sich immer noch, der gute Weasel. Oh, erste Anzeichen eines Hitzschlages. Das ist nicht so gut. Und ist gestresst, aber okay. So, sehr schön. Bauen wir noch einmal Reis an. Hoffen, dass unser Heilwurz noch fertig wird.
Warum das noch nicht 16 hat, ist mir sehr riesig. Ich glaube, es ist einfach zu heiß für die Kartoffeln. Was ein Problem darstellen kann. Aber gut. Wir hoffen aufs Beste. Ein bisschen Holz, das brauchen wir. Haben wir jetzt genug Eisen mittlerweile? Nein. Libergowski. Ich weiß, du möchtest jetzt lieber was essen. Aber wir brauchen den Stahl. Und zwar dringend. Oh, brauchen wir doch nicht. Naja gut, mach. Mehr Stahl ist mehr gut. So. Wir haben unseren neuen Kühlschrank. Geilo Maniko. Das heißt, wir können eine neue Lagerzone einrichten. Zone. Lagerzone. Nein, können wir noch nicht. Du sollst ein Dach machen. Aber das können wir, machen wir trotzdem schon. Alles löschen. Hier kommt nur Frisches rein. Und zwar nur Tierleichen und rohes Essen und Mahlzeiten. Ja. Pemmikan ist scheißegal, hör auf. Schokolade, ja komm. Schokolade kann auch. Sehr schön. Mal weg. Dann haben wir tatsächlich einen neuen Kühlschrank. Geilo. Geht ja erstmal Keule gut. Du hast noch ein bisschen Holz ab. Sehr schön. Wir haben die Felder wieder bestellt. Wir haben unser neues Lager fertig. Hier nehmen wir jetzt erstmal Frisches raus. Und Tierleichen auch raus. Dann können aber keine Brocken jetzt rein. Aber nicht alle Brocken, sondern Granitbrocken. Brauchen wir nämlich für unseren Steinmetz. Der dann nämlich hier fleißig Steine reinhauen kann. Was wir nochmal machen können. Wir können dem guten Wiesel mal ein richtiges Bett bauen. Die arme Sau, der gesehen hat. Und das Doppelbett für Kitty steht auch immer noch nicht. Und Gowski. Da geben wir Gowski morgen früh erstmal die Priorität. Nee, das ist zu seinem eigenen Wohl. Er ist so ein guter Mensch. Der denkt nicht mal an sich. Nee, er wird so gern mit Kitty. Die Raider Union schon wieder durchreisen. Kitty. Ohne Tisch. Warum essen die alle unter Tisch? Okay. Ja, das geht auseinander, wenn die hier nicht zusammenbinden. Das will ich ja nicht. Ich will denen ja was Gutes. Meine Güte. Ihr gehört dazu. So, bevor du jetzt was isst, bevor du Reis erntest, gehst du jetzt dein Bett bauen. So, gut, ist halt erst was. Haben wir wir haben nicht mal mehr. Kein Bauarbeiter. Na, hau rein. Mach denen das. Bitteschön. So, wie war denn das jetzt mit dem Bett zu ordnen? Wedebesitzer. Zuweisung aufheben. Wedebesitzer. Zuweisung aufheben. Und hier machen wir Kitty und Piktikowski. Und dann können die endlich zusammen schlafen. Hier sind die Raider. Das ist nur eine. Das ist echt. Ne, zwei. Was könnt ihr? Kämpfen könnt ihr. Oh, alter Vater. Leck mich fett. Der hat eine Knarre. Ach, wir haben zwei Gefangene. Das ist eh schon zu viel. Ich hätte den gerne. Also, King ist tatsächlich King. Alter, ist der gut. Der ist ficke gut. Aber wir kriegen ihn nicht noch mehr durchgefüttert. Das wird jetzt schon echt eng. Sehr schön. Ragnar kann dann erstmal gleich richtig kochen hier. Ohne dass er fünfmal hin und her rennen muss. Der Gowski baut erstmal ein bisschen Steine ab. Das ist gut. Das wächst immer noch. Das wächst auf. Und ich hoffe, dass wir das vor dem Sommer durchkriegen. Es kommt noch Herbst. Und dann wird das schon.
die schleppt fleißig. Sehr gut. Kowski haut Stahl, den wir nachher noch brauchen. Und ja. Irgendwie wird's doch. Wir könnten eigentlich unser Häuschen hier mal dicht machen. Und da irgendwie Schießschaden oder so einbauen. Und ich finde ich das nicht. Nein, nein, nein. Wieso forscht Kitty eigentlich nicht mehr? Die hat hier nur andere Sachen zu tun, habe ich das Gefühl. Hab ich hier Medizin freigegeben? Obwohl, das kann hier bleiben. Das muss eher da. So. Antrag abgelehnt. Kitty kniete nieder und erklärte The Big, dass sie den Rest ihres Lebens mit The Big verbringen will. The Big hat abgelehnt. Was? Leck mich fett. Kitty hat einen Antrag gemacht, aber ist abgeblitzt. Das ist ja ein Ding. Die ist ja jetzt bestimmt scheiße drauf. The Big hat meinen Heiratsantrag abgelehnt. Natürlich ist die jetzt scheiße drauf. Fuck. Wie geht's Kowski? Der hat damit kein Problem. Der schwitzt halt ein bisschen. Zurückgewiesen von Kitty. Ach, bist du bescheuert oder was? Ah, naja, gut. Ist das so? So, kann ich das auch neu zuweisen? Ne. Und ihm das? Verrücktes Tier. Ups. Das Ausschalten des Gefängnisses. Achso. Gut, jetzt haben wir erstmal ein anderes Problem. Jetzt kommt hier nämlich so ein durchgedrehtes Lama auf uns zu. Und damit werden wir die Folge dann beenden. Wenn wir das abgeknallt haben. Kowski in Position. Hier hinter dem Bauteil. Ragnar kann noch kurz kochen. Da kommt's angerannt. Okay. Ab in den Kampfmodus. Hier hin. Kitty, wenn die ausnahmsweise mal wieder forscht, weißt du, dann passiert dir so ein Scheiß. Geh mal dahin. So, Kitty steht hier im freien Feld. Und da geht's los. Rabbel, Treffer. Zwei Treffer, komm. Ich meine, das Gute ist, kriegen Essen frei Haus, ne? Und tot. Wahnsinnig gut. Das mag jetzt auch ein bisschen Dings haben. Ein bisschen Tollwut, aber das ist uns egal. Wir essen das trotzdem. Ne, wir kennen da nichts. So, das können wir jetzt eigentlich auch abreißen. Die Teile holen wir uns wieder. So, und esst ihr wenigstens am Tisch. Ja, ihr esst am Tisch, das ist gut. Weasel, alte Säge. Was ist denn los? Willst du nicht zu uns, oder was? Sei doch mal nicht so. Jetzt sei doch mal nicht so. Wir bauen noch eine Stehlampe rein, damit ich ganz duse ist. Und Kowski schleppt das gute Tier rein. Sehr schön. Oder auch nicht. Ganz optimal ist es ja alles gerade nicht, weil mir eigentlich noch eine Menge auf den Sack geht. Aber das Ganze nimmt Gestalt an. Wir haben noch ein freies Bett. Wir müssen bald noch... Ne, zwei freie Betten. Sehr schön für die beiden. Wenn die dann irgendwann mal zu uns stoßen wollen, dann sind sie dazu bequem. Kowski und Kitty sind ein Paar. Hätten schon verheiratet sein können. Also eine Folge. Leck mich. Und ja, alles in allem, wir haben einen neuen Kühlschrank, wir haben einen neuen Kochraum, wir haben noch immer keine Kumpels, wir haben genug Strom, das ist gut. Ich habe trockenen Hals, macht aber gar nichts, was liegt denn hier rum? Tote Hase, die ist doch noch gut. Ich will abmoderieren und finde hier Essen. Geil. Egal. Ja, hat mir wieder gefallen, also ich habe Spaß gehabt, wir haben auch kräftig überzogen, aber es macht gar nichts. Ich habe echt Bock, das hat auf mir nur. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Die eine oder andere Folge liefere jetzt schon mal außerrahmendlich an anderen Tagen. Einfach, weil ich von Imperium aktuell ein bisschen genervt bin. Aber naja, das ist dann manchmal so. Ne, müsst ihr euch mit allen Spielen begnügen. Seven Days läuft immer noch parallel. Wimworld wird auch weiterlaufen. Ich habe da weiterhin Bock drauf. Und ja, wie gesagt, wenn ihr Bock auf andere Spiele habt, erzählt's einfach mal. Schreibt's unten rein und ansonsten danke euch fürs Zusehen. Ne? Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und erzählt's weiter. Hey, mehr Zuschauer, mehr Spaß, mehr Kommentare. Wird alles super. Ne? Damit bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar Bertholdsson.